Herzlich willkommen zu einer neuen 10 Zutaten Buzzer Challenge. Ich bin Sandra. Ich bin Isabella. Und wir kochen heute wieder für euch mit uns 10 unbekannten Zutaten. Damit es nicht ganz so einfach ist, haben wir hier noch diesen roten Buzzer und der gibt uns immer mal wieder so ein paar extra Aufgaben, die wir während des Kochens bewältigen müssen. Genau, und wir haben auch wieder ein Monatsthema. Wir sind ja noch im Juli, also ganz schöne Temperaturen draußen. Und wir versuchen Gerichte zu kochen, die einem ein gutes Gefühl machen. Also so ein bisschen leichte Küche, lecker. Holen wir die Zutaten? Okay, na gut. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, aber... Wir schauen mal, was sich die Kollegen für uns ausgedacht haben. Okay, ich hole sie mal schnell. Okay. Also sie ist schon ganz schön schwer, muss ich sagen, heute. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Das letzte Mal war es schwer und wir hatten Bier. Stimmt, das war eigentlich toll. Ja, das fand ich auch schön. Eins, zwei, drei. Okay, wir haben hier schon mal eine Mango. Finde ich ganz gut. Ist immer lecker. Ist ja sommerlich. Was ich total interessant finde, ist, wir haben mediterranes Risotto. Für alle, die das nicht kennen, an sich gießt man da nur warmes Wasser drauf und das ist fertig. Wer kennt keine 5-Minuten-Terrine? Aber es ist eigentlich gut gecheatet, weil wenn wir nur 10 Zutaten haben und das Risotto ist schon fertig. Dann haben wir hier ein Lachsfilet. Finde ich gut. Lecker. Ich sehr gerne. Dann was, was ich nicht mag. Was? Ich mag keine Papaya, die schmeckt immer so nach Seife. Nein! Das ist Papaya. Vielleicht kann man nur die Kerne verwenden, wie als Pfefferersatz. Ich war gerade im Urlaub und da gibt es so gute Papayas. Aber mal gucken, ob die auch so schmeckt. Nein. Lassen wir uns mal überraschen. Dann haben wir hier etwas. Galgant. Auch spannend. Ja. Genau. Limette. Immer gut, was Säuerliches. Dann haben wir so eine Nusskernmischung. So Walnüsse, Sesam, Sonnenblumenkerne. Oh, auch immer cool. Chili. Vielleicht müssen wir auch nicht alle verwenden. Dann haben wir hier Wasser. Wasser. Das fand ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, ich auch. Vielleicht ist Schnaps, aber nein. Nein. Und ich denke mal, das ist der Schnaps. Ach du meine Güte. Das ist irgendein Wermut. Oh, das riecht ganz schön krass. Wie heißt der Schnaps? Uso. Uso. Das riecht aber nach Uso. Uso ist weiß, oder? Also ja, klar. Aber es ist irgendwie sowas Kümmel, Anis-mäßiges. Ach, mag ich auch nicht. Ach, das Na gut, schauen wir mal, was wir okay machen. Also was ich ganz cool finden würde, wäre, glaube ich, wenn wir so eine Art Salat machen aus Papaya, Mango, Limettensaft und Chili. Mhm. Vielleicht auch Galgant, weil er da ist. Muss ja weg. Könnten wir den Lachs roh marinieren oder bist du da nicht so der Fan von? Weißt du, dass man den vielleicht in dem Anis-Schnaps? Bin ich kein Freund von. Okay, dann braten wir ihn wohl an. Oh, okay. Das ist eh alles davon abhängig, wie viel Zeit wir haben. Zeit haben. Ich lege an, dann kann los. Ich sagen, du bist schon. Okay. Okay. Oh. Ah, 30 Minuten, ja. Hallo, wir haben eine 5-Minuten-Terrine. Stimmt. Easy peasy. Okay, ich starte mal unseren Timer. Ja, bitte. Okay, 30 Minuten. Also, Risotto. Ja. Mit Lachs. Ja. Aber anbraten, wir haben wieder kein Öl. Dödöd. Dämpfen. Dämpfen ist auch in diesem Schnapsdings? Ich mag es eh nicht. Ich mag, glaube ich, auch nicht. Aber probieren wir mal. Ist das die Arbeit? Ja, das ist so ein Schnaps. Boah. Das macht keine Freude. Oh, das ist nicht so lecker. Oh Gott. Den müssen wir ganz dezent irgendwo am Schluss. Ja, ja, ja. Oh, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Jetzt ist nur die Frage, was wir mit dem Lachs machen. Was ist, wenn wir den einfach in den Ofen machen, wenn wir 30 Minuten haben? Vielleicht geht es sogar mit Niedrigtemperatur. 130 oder so. Okay. Wir haben zumindest schon mal einen Plan. Dann hole ich Messer. Mhm. Pfanne brauchen wir keinen. Und einen Topf fürs Wasser kochen. Schälst du deine Mango immer mit dem Sparschäler oder nimmst du ein Messer? Ich schneide die immer in, also ich halbiere die. Und dann ritzt es so rein. Genau, ritzt es ein und stirbt um. Und die ist noch nicht so ganz reif, leider. Wobei das ja eigentlich ganz gut dann für einen Salat ist, oder? Ja. Oh, ein Buzzer. Der nächste Buzzer. Ich bin grad, hast du eine Hand frei? Ich bin gerade papayarisiert. Papayarisiert? Jetzt habe ich eine Hand frei. Okay, jetzt kommt unser zusätzliches Küchenutensil. Genau. Ein Backpinsel. Oh. Ach, das ist easy. Wir pinseln nachher den Lachs einfach ein bisschen mit Limettensaft ein. Das ist gut. Ich hole ihn mal, dass wir nicht vergessen. Ich liebe Mango. Ja, aber ich finde es auch total schwer, beim Einkauf eine gute zu erwischen. Weil manchmal sind die entweder ewig steinhart. Oder sie sind schon in der Mitte. Oder sie schmecken so ein bisschen gärig. Gärig, das hat er auch schon gesagt. Also, kleine Streifen. Ja. Könnte man auch so eine Mangoblume draus machen nachher. Kannst du das? Vielleicht. Okay. Ich habe es zumindest schon mal gesehen, wie das geht. ist der Ofen denn schon warm? Weil der muss garantiert ein paar Minütchen rein. Oh, das stimmt. Soll ich mal gucken? Ja, Ofen ist heiß. Ja. Willst du die Abrieb verwenden? Vielleicht, vielleicht schon, oder? Für den Salat. Hm, das heißt, es kann rein theoretisch gleich da rein. Ja, ich schmeiß die Mango auch rein. Schön. Ja, Entschuldigung. Das riecht immer so lecker, Limette.
Schmeckt immer nach Mojito. Ja, ich wollte auch sagen, es ist so ein bisschen Urlaub, Mojito. Ach, Urlaub, so schön. Isabella, wir haben das Wasser gar nicht angestellt. Oh. Machen wir gleich. Es kocht ja schnell. Es fängt schon wieder gut an. Ach, Induktion. Ist auch so, Lachs. Ich witzig, dass wir schon wieder Lachs haben. Wir haben erst beim letzten Video mit Lachs gekocht. Ja. Oh, die leckere Bowl. Ja, die war so lecker. Mhm, falls es euch interessiert, wir verlinken euch mal das Video. So, und jetzt haben wir den Pinsel. Ich mache jetzt einfach mit Limettensaft. Ja, gute Idee. Und setze dann die Kerne drauf. Okay. Wir haben jetzt aber gar keine Würzung. Salz, Pfeffer. Wollen wir den Schnaps noch einreiben? Ja. Vielleicht ist es ja auch irgendwie gut in der Kombination. Wir haben ihn verwendet. So, ich hoffe, das hält. Sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Ich glaube aber auch, dass das reicht. So, und dann schieben wir den mal rein. Vielleicht müssen wir den nachher auch ein bisschen doch höher drehen. Okay. So, Wasser kocht auch. Was können wir noch machen? Soll ich mal, ich mach mal. Oh, noch ein Wasser. Geht ja Schlag auf Schlag heute wieder. Voll der Stress. Du bist dran. Ich bin dran. Ich habe, glaube ich, noch Kerne an der Hand. Okay. Unsere Zusatz-Challenge ist... Sprecht ab jetzt in Reimen. Das kann ich nicht gut leiden. Zählt das? Das war sehr gut. Oh nein, ich kann das nicht. Gebe etwas Limettensaft hinzu, dann geht der Salat... Im Nu. Im Nu. Du fängst einfach jetzt mal an mit dem Satz. Ja, und du beendest ihn. Ja, gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine. Bedenkt sich eigentlich diese Challenges immer aus? Die sind manchmal ein Graus. Entschuldigung, das kam so schnell. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was für Challenges ihr für uns habt. Wir sind gespannt, was euch so einfällt. Das kocht ein bisschen aus. Das war kein Reim. Ah! Was euch einfällt. Oh mein Gott, mein Gehirn ist leer. Nee, keine Ahnung. Man stellt sich das einfacher vor, als es ist. Soll ich umrühren? Schüttest du das Wasser hinzu? Dann ist die Terrine fertig. Fertig im Nu. Ich glaube, hatten wir auch schon. Ne? Zwar. Oh, damit. Aber es ist gut. Ich gebe hier das Wasser rein. Das finde ich ganz fein. Okay. Ich rühre das Risotto um. Dumm. Hast du das schon mal gegessen? Ja, das ist lecker. Das hat Kürbiskerne drin, meine ich. Und dann hast du schon immer so einen Crunch, wenn du reinbeißt. Und das finde ich total lecker in einem Risotto. Das finde ich auch cool. Oh, jetzt habe ich Chili am Galgant. Ich habe dein Messer geklaut. Macht nichts. Das ist gar nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Ja. Nee, das schlimm und hin geht auch nicht. Okay. Doch, oder? Ich höre einfach auf, okay? Du, ich glaube, das ist von allen Challenges die schlimmste. Aber wir haben es jetzt eigentlich schon ganz gut gemacht. Ja, eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Wir sind fertig, ich würde es auch sagen. Okay, wie wollen wir das denn anrichten? Und was ist, wenn wir das denn so doch so flach hinlegen wie ein Carpaccio? Mhm. Und dann den Lachs einfach, dann das Risotto drauf und dann den Lachs drauf? Weil an sich könnten wir dann schon anfangen mit anrichten. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Coole Idee. Wollen wir das abwechselnd? Haben wir genug Papaya? Ja, ich glaube schon. Guck mal, ich bin für die Mango zuständig, du machst die Papaya. Toll. Das ist voll meditativ heute auch, oder? Haben wir eigentlich die Zeit gestopft für das Risotto? Nö, ja, ist jetzt fertig. Aber es kann ja auch so ein bisschen lauwarm eigentlich sein, ne? Ah, hier sind echt Kürbiskernstück. Mhm. Okay, cool. Lecker, gell? Mhm. Oh, das ist auch ein bisschen scharf. Das ist gut scharf. Lecker. Also es hat echt so einen Crunch mit den Kernen. Das ist cool, das kenne ich nicht. Oh, wir haben nur noch 2 Minuten. Oh. Wir holen einfach mal den Lachs raus. Ja. Vielleicht ist er noch nicht ganz gar, aber... Was hältst du davon, wenn ich ein bisschen was von dem Schnäpschen da noch reinmache? Ah ja, hau rein. Oder? So ein bisschen gleich. Dann kann nachher keiner sagen, wir haben zu wenig von der Zutat verwendet. Richtig. Boah, ich finde, der Lachs, der sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Oh, das sieht echt toll aus. Wie willst du es drauf haben, das Risotto? Wollen wir in Streifen einfach? Ja. Also jetzt machst du ein Risotto und dann setzen wir den Lachs einfach drauf. So drauf? Das sieht toll aus. Guck mal, die Kürbiskerne, die holen schon ein bisschen was raus. Ja. Wir machen einfach oben nachher die Limetten noch drauf. Das ist eine schöne Portion für uns zwei. Ja. Ich habe auch noch ein paar Kerne. Und dann Limetten auf dem Lachs oder auf dem Teller? Ich mach's so. So ein bisschen Zeste wäre jetzt noch cool gewesen, aber das haben wir jetzt natürlich schon wieder alles aufgebraucht. Hätte. Okay. Okay. Fertig. Stopp die Zeit. Stopp. 33 Sekunden. Haha. Mit Ofeneinsatz. Ja, also wirklich, bitte. Bin stolz. Und es sieht schon toll aus, muss ich sagen. Das schreit nach Sommer. Ja, und nach einem Wohlfühlgericht. Das stimmt. Okay, ich dann bin begeistert. Nur noch das Probieren. 1, 2, 3. Scharf. Das ist ganz schön scharf. Huiuiui. Ich glaube, ich habe es beim Salat ein bisschen übertrieben. Aber scharf ist ja auch gut, kurbelt ja auch so ein bisschen. Stimmt. Aber der Lachs ist echt gut. Der Lachs ist super. Ich finde das mit den Kernen obendrauf richtig lecker. Schmeckst du diesen Anis-Schnaps? Es geht. So ein bisschen hatte ich es einmal kurz, aber ist jetzt nicht so penetrant, wie ich dachte. Ich finde, es könnte noch mehr... Alter, ist das scharf, ey.
Ja, du hast den Chili rangehauen. Ich hätte gerade ein Stück. Ich wollte eigentlich sagen, mehr Limettensaft hätte ich gerne. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall echt eine coole Methode, um mal so ein, sag ich mal, ein fertiges Risotto aufzupeppen. Wir essen trotzdem weiter. Und es ist sehr lecker. Wir verlinken euch hier nochmal zwei von unseren Challenges. Guckt euch unbedingt an. Und lasst uns auch gerne ein Abo da. Und zwar hier. Oder? Da? Genau da. Ja, genau da. Also dann viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das ist echt lecker. Der Lachs ist echt gut. Ich mag auch den Salat. Ja.